Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich heute im Monat Mai, diese Wallfahrt an diesen schönen, gesegneten Ort machen zu dürfen mit der Kim-Jugend. Und heute Nachmittag wird auch eine Andacht sein hier und zusammen mit euch den siebten Sonntag der Osterzeit zu feiern. Wir sind auf dem Weg nach Pfingsten und beten, dass wir alle mit der Gnade des Heiligen Geistes erfüllt werden. Ich danke allen, die diese Feier ermöglicht haben, und auch dem Chor auf der Empore für die liturgische Gestaltung, den Technikern vom KTV. Und ich begrüße auch alle Zuseher und Zuseherinnen am Bildschirm, die im Geiste mit uns heute beten und diesen Gottesdienst feiern. So wollen wir demütig vor Gott hintreten und unsere Sünden bekennen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. O himmlischer König, Geist der Wahrheit und der Liebe, der du überall bist und alles erfüllst, du Schatz der Gnade und Spender des göttlichen Lebens. Komm und wohne in uns, reinige uns von jedem Makel der Sünde und erlöse, o Gütiger, unsere Seelen und heile unsere Schwächen um deines Namens willen durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Christeo. Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als Jesus in den Himmel aufgenommen war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes. Dein Angesicht über uns leuchten.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott darin verherrlichen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern, freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Viele Christen brauchen heute viel Mut, zu ihrem Glauben und zu ihrer Überzeugung zu stehen. Viele werden auch blutig verfolgt und getötet, viel mehr, als es hier in unseren Reihen bekannt ist. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Wir aber schämen uns manchmal in kleinen alltäglichen Situationen unseren Glauben zu bekennen oder zu unserer christlichen Überzeugung zu stehen, am Mittagstisch zum Beispiel, den Verwandten oder Bekannten gegenüber, in der Aula einer Universität oder wo immer es sei. Überall sind wir doch aufgerufen, Propheten zu sein, als Getaufte und Gefirmte, Zeugen Jesu zu sein, Zeugen Jesu Christi. Aber da muss man überzeugt sein, dass man ein Zeuge sein kann. Man muss zu seiner Überzeugung stehen. Das hat nichts zu tun mit Intoleranz, von etwas überzeugt zu sein. Wie könnten wir anders als von Jesus überzeugt zu sein, der sagt, ich bin die Wahrheit. Da muss niemand kommen und uns vorwerfen, ihr müsst nicht meinen, ihr hättet die Wahrheit gepachtet. Als ob wir hochmütig wären. Schon Sokrates, ein griechischer Philosoph, hat gesagt, es ist nur schön, von etwas überzeugt zu sein, wenn es wahr ist. Ich möchte doch nicht von einer Lüge oder Täuschung oder von einer Illusion überzeugt sein. Ich möchte auch nicht mein Leben auf etwas bauen, das irgendwie nicht wahr ist, sondern ich baue mein Leben auf Jesus auf, weil ich überzeugt bin, dass er der Sohn Gottes ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und zu dieser Überzeugung muss ich stehen, freundlich, tolerant, man darf mir widersprechen, aber wenn du mich fragst, dann stehe ich eben für diese Überzeugung, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er alle Menschen angeht. Wenn Gott Mensch geworden ist, dann ist doch das die absolute Singularität, dann gibt es nichts Vergleichbares als den Gottmenschen. Und je tiefer, dass man das Evangelium liest und die Person Jesu betrachtet, umso mehr merkt man, dass man es hier mit Gott zu tun hat. Die Feindesliebe, betet für die, die euch verfolgen. Seine Hingabe am Kreuz, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Selig die Sanftmütigen, wo gibt es eine so schöne und tiefe
Lehre, die alles menschliche Leben menschlicher macht, erträglicher. Die Aufforderung, barmherzig zu sein, für die zu beten, die uns verfolgen, jene zu segnen, die uns schmähen. Das ist wirklich eine Lehre, die von Gott stammt. Das spürt man, wenn man es tut und wenn man es lebt, dass das nichts Menschliches ist. Und der Anspruch Jesu: Ich bin die Wahrheit. Dazu bin ich in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Vor Pilatus sagt er das. Das sagt ein Mensch, der total demütig ist. Aber er sagt die Wahrheit. Und wir dürfen uns dessen nicht schämen. Christliche Märtyrer sind weder hochmütig, noch sind sie intolerant, noch sind sie gewalttätig. Das Christentum ist aufgefordert, einfach Zeugnis abzulegen von unserer Hoffnung und auch so zu leben, dass die Menschen uns fragen, dass wir Anziehung entwickeln, dass wir liebenswürdig und attraktiv werden, dass die Menschen merken, wie die Atheistin Edith Stein damals beim Begräbnis ihres Freundes von der Witwe so tief beeindruckt war, dass sie ein Buch in der Nacht von Therese von Avila gelesen hat und am Morgen sagte, das ist die Wahrheit. Sie wusste es im Herzen. Heute feiern wir den seligen Franz Jägerstätter. Heute ist sein Gedenktag. Ein ganz einfacher Mann, der aber im Gewissen aufgefordert sich fühlte, für seine Überzeugung gerade zu stehen, koste es, was es wolle. Und mit diesem nationalsozialistischen Regime und diesem ungerechten Krieg sozusagen nicht mitzumachen. Für ihn war das eine Verpflichtung im Gewissen. Und er hat alle Nachteile und den Tod durch Enthauptung auf sich genommen. Auch so ein Martyrium gibt es, wo man im Alltag auch das eigene Leben tropfenweise verliert, wo wir verachtet werden, beschimpft werden, belächelt werden. Aber der Apostel sagt, dann sollt ihr voll Freude jubeln. Auch die Aposteln freuten sich, wegen des Namens Jesu gelitten zu haben, ausgepeitscht worden zu sein. Sie wussten, dass Jesus die kostbare Perle ist, von der er selbst gesprochen hat. Und der Kaufmann, der nach der Wahrheit sucht, nach der Perle, und sie sieht, wird inne, dass das eine ganz kostbare Perle ist, für die er alles investiert, um sie zu erlangen. Jetzt kann ich nicht sagen, ja, diese Perle ist auch nicht viel besser oder schöner als jede andere. Nein, da ist Gott, der Mensch wurde. Aus den Worten Jesu leuchtet uns das Antlitz Gottes entgegen. Das ist besonders schön. Das ist unvergleichlich. Da kann man nicht sagen, ja, alle Religionen sind mehr oder weniger gleich wert, obwohl sie sich total widersprechen. Der Heilige Geist kann sich selbst nicht widersprechen. Er kann nicht das lehren und das Gegenteil. Nein. Wir stehen dafür gerade, dass Jesus der Sohn Gottes ist.
und dass wir ein schönes, glücklich machendes Evangelium anzubieten haben. Aber Paulus sagt, das ist nicht Überredungskunst, das ist auch nicht Manipulation, das ist auch nicht Propaganda. Und wir legen dieses Evangelium den Menschen nicht durch Gewalttätigkeit oder Machtspiele auf. Nein, wir zeigen nur die Perle. Wir lassen die Perle leuchten. Sie spricht für sich selbst. Die Wahrheit hat eine solche Kraft, dass sie ausstrahlt und dass sie sich durchsetzt, ohne dass man für sie und ihre Durchsetzung Gewalt anwenden würde. Wir legen das Evangelium, die Perle, die kostbare, auf eine freundliche Weise vor. Nicht abstoßend, freundlich, demütig, aber wahrhaftig. Wir sind überzeugt vom Wert dieser Perle. Wir können nicht sagen, ja, ist auch nichts Besonderes. Nicht einmal ein Mann, der seine Frau liebt, würde so etwas sagen. Ein Mann, der seine Frau liebt, für den ist die Frau die Beste auf der ganzen Welt. Er möchte keine andere heiraten. Habe ich auch schon gehört, ich habe die Beste geheiratet. Männer, die wirklich dankbar sind, dass sie diese Frau gefunden haben. Die können diese Frau nicht wieder in eine Reihe stellen mit anderen. Es ist für sie die Beste und die Schönste. Das entwertet nicht die anderen Frauen, die auch noch in der Welt sind. Aber es zeugt für die Liebe, die wir im Herzen haben für unseren Herrn, Jesus Christus, der uns die Füße gewaschen hat, der uns den Weg zum Vater zeigt, der uns Anteil gegeben hat, Kinder Gottes zu sein. Wo gibt es eine Religion, die das verkündet? Du bist ein Kind Gottes. Gott liebt dich, er liebt dich als sein Kind. Es gibt nicht diese Distanz zu Gott, obwohl er heilig ist. Und du ein Sünder, er vergibt dir deine Sünden. Wo gibt es eine schönere Botschaft, als wenn einer mir alle Schuld nimmt, für mich einsteht und wären meine Sünden rot wie Scharlach, sie wären weiß wie Schnee. Und der Herr, der sagt, wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich alles an mich ziehen, mit ausgebreiteten Armen, aber wie? Am Kreuz, im Leiden. Eine Liebe, die sich durchhält bis ins Extrem, bis zum Tod am Kreuz. Das ist Gott. Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater, den verborgenen Gott. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Also schaut hin und was seht ihr? Einen total faszinierenden, demütigen, liebevollen, sanften Gott, das sehen wir und das verkünden wir. Und wenn das keine frohe Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wenn die Christen sich schämen des Evangeliums, statt dass wir uns alle freuen und in einem guten Sinn dankbar und stolz sind, dass wir Christen sein dürfen. Dass der Geist der Offenbarung auf uns ruht. Und dass dieser Geist unserem Geist bezeugt hat, das ist die Wahrheit. Auf die musst du bauen. Diesen Weg
musst du gehen und zu dieser Wahrheit musst du stehen. Amen. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ewigen Leben. Amen. Einmütig beteten die Apostel mit Maria, der Mutter Jesu, um den Heiligen Geist. Voll Vertrauen richten auch wir jetzt unsere Bitten, vereint mit Maria, an dich. Herr Jesus, du hast Maria zu deiner Mutter auserwählt und sie auch uns zur Mutter geschenkt. Hilf uns, immer auf ihr Vorbild zu schauen und ihr Beispiel nachzuahmen. Gib vielen Jugendlichen die Kraft, Gott ihr Leben nach dem Vorbild der Gottesmutter ganz anzuvertrauen. Erleuchte und stärkere unseren heiligen Vater Papst Franziskus in seinem Amt und in seinen Entscheidungen. Schenke ihm Gesundheit und Tatkraft und hilf allen Bischöfen, Priestern und Gläubigen, seine Weisungen in die Tat umzusetzen. Lass uns am Herrn uns beten. Segne das Wirken von Bischof Marian Eleganti und seine Bemühungen, ebenso unseren Bischof Benno Elbs. Hilf den Priestern und Gläubigen, gut mit ihm zusammen zu arbeiten. Lasset am Herrn uns schenke uns gläubige, gute Familien, in denen der Glaube an die Kinder weitergegeben wird und geistliche Berufe hervorgehen. Segne alle Bemühungen und hilf allen, die Hauskirche zu leben. In vielen Jugendlichen das Verlangen, dir mit ganzer Hingabe zu dienen und dir persönlich im Priester-, Ordens- oder Missionsberuf direkt nachzufolgen. Lass uns hören und
Führe den Missionsbenediktinern von Georgenberg neue Berufungen zu und segne ihr Wirken in Heimat und in den Missionen. Lass uns zum Herrn uns beten. Die Apostel wurden durch das Kommen des Heiligen Geistes umgewandelt. Erfülle uns alle mit dem Feuer des Heiligen Geistes und erneuere die Kirche mit neuer Strahlkraft, damit dein Name überall verherrlicht wird und es zu einer Neumissionierung kommen kann. Lasse zum Herrn uns beten. Segne alle Missionsförderer und Wohltäter. Ermutige sie in ihren Bemühungen, stärke sie in ihrem Sendungsbewusstsein und erhalte bei den Gläubigen die Sorge für die Mission lebendig. Lasse zum Herrn uns beten. Wir gedenken aller verstorbenen Seelsorger, Wohltäter und Missionsförderer. Nimm alle auf in das Reich deiner Liebe und Herrlichkeit. Lass uns zum Herrn uns beten. Jesus Christus, König des Friedens, Erlöser der Welt, schenke uns, der Kirche und der Welt, den Frieden, den nur du geben kannst. Schütze uns auf die Fürsprache deiner Mutter vor allen Gefahren und hilf uns, wie Maria, dir zu dienen und dich mit allen Kräften zu verherrlichen, damit dein Name unter allen Völkern vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang verherrlicht werde. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich darf Ihnen noch eine Mitteilung weitergeben. Heute Nachmittag um 16.30 Uhr nach der Marienfeier findet vor dem Landhaus in Bregenz das Gebet für das Leben statt, von der Plattform für das Leben und dem Verein Miriam im Hinblick auf die künftige Situation hier, was die Abtreibung betrifft im Vorarlberg, wird diese Mahnwache gehalten. Und am 4. Juni dieses Jahres um 14 Uhr findet in Bregenz der Marsch fürs Leben statt. Die Flyer liegen auf oder werden nach dem Gottesdienst ausgeteilt. Auch zwei Gelegenheiten, um als Christen Flagge zu zeigen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie an Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Nach seiner Auferstehung ist er den Jüngern leibhaft erschienen. Vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben, damit er uns Anteil gebe an seiner göttlichen Herrlichkeit. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Josef, dem Bräutigam Mariens, dem seligen Franz Jägerstätter und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer, unsere Versöhnung, bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit, stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Benno, die Gemeinschaft der Bischöfe, Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer Verstorbenen und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle diese guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich du rein, so wird mein Leben. Der Leib Christi schenke uns ewiges Leben. Ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich aber jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komme wenigstens geistigerweise zu mir. Ich möchte dich empfangen, Herr, mit jener Reinheit, Demut und Andacht, mit der deine heiligste Mutter dich empfing, mit dem Geist und der Inbrunst der Heiligen. Jesus, komm in mich und mache mich zu einem Tempel deiner Gegenwart. Komm in mein Herz und mache es zu deinem Tabernakel. Erfülle mich mit deinem Wort, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden. Erfülle mich mit deinem Erbarmen und mit deiner Gnade. Ich umarme dich, mein Jesus. Heilige Maria, mit dir möchte ich Jesus jetzt nahe sein, deiner Reinheit, deiner Heiligkeit. Mein Herr und mein Gott, nimm du jetzt alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib jetzt alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Amen.
puramente capiamo, se de minore temporali fiat nobis remedium sempiternum. Amen. Lasset uns beten. Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, in der Herrlichkeit schon besitzt, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Eine kurze Verlautbarung durchgehen. Nächsten Sonntag halten wir hier in Bildstein den Jahrtag für Erika, Anna, Josef, Eugen und Dragica Moosmann. Ich möchte noch einmal allen ein ganz herzliches Vergelt's Gott ausdrücken, die für diese Liturgie sich eingesetzt haben, der Chor, der wunderschön gesungen hat. Ich möchte auch Bruder Fidelis herzlich begrüßen, der seit vielen Jahrzehnten sich für die Mission, für die KIM-Jugend eingesetzt und verdienstbar gemacht hat und bis ins hohe Alter immer noch innerlich brennt. Vielen Dank, Bruder Fidelis. Danke. So darf ich euch jetzt den Segen spenden und nachher singen wir noch zur Mutter Gottes das Lied unter deinen Maria breiten Mantel aus. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis hier. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Es segne und beschütze euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Alleluia, Alleluia. Dank sei Gott dem Herrn.